geht ab? Mein Name ist Robbie. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich zeig dir. Jesus. In diesem Video zeige ich euch, mit welchem Mikrofon ich meine Vlogs aufnehme. So, und jetzt haben wir den Ton von dem Filmmaker-Kit. Damit ihr auch mal sehen könnt, welche Fehler ich dabei gemacht habe und worauf man achten kann und womit ich jetzt so meine Videos aufnehme. Damit ihr auch tonal mal die Unterschiede hören könnt. Intro. In dieser Folge zeige ich euch, mit welchem Mikrofon ich arbeite, wie ich das Ganze benutze und was man dabei so beachten kann, welche Fehler ich gemacht habe und worauf du achten kannst, damit dir das nicht passiert. Yes! Also, als erstes habe ich angefangen mit so einem ganz normalen Kameramikrofon. Ich kann euch mal zeigen, wie der Ton auf dem ganz normalen, also von der Kamera einfach wäre. So, das wäre jetzt so der Ton von der Kamera. Ich hoffe, man merkt da schon mal den Unterschied. Das ist jetzt eine Lumix FZ300 und das ist der Originalton von der Kamera. Katastrophe! Danach schalte ich jetzt wieder um auf diesen normalen Ton. Lass uns mal ein bisschen ranzoomen hier. Das ist jetzt der Ton über dieses Rode Mikrofon. Das ist so ein Rode VideoMic Go. Das habt ihr bestimmt schon mal bei vielen YouTubern auch oben auf der Kamera gesehen oder so. Das ist ganz so, okay, ich das nur so. Ach komm, wir machen da mal was Cooles draus. Pass auf. Das ist das Rode, ich mache mal das Hemd dazu hier. Das ist das Rode VideoMic, mit dem ich bisher immer aufgenommen habe. Und da mir in der letzten Folge aufgefallen ist, das ist hier etwas halt, habe ich gedacht, so, jetzt musst du was ändern. Und dann habe ich das hier geholt. Ja, und dann würde ich sagen, packen wir das Ganze jetzt zusammen mal aus, hä? Denn der Ton mit dem Hall hier, das kann sich ja keiner mehr reinziehen. So. Oder? So, ich stelle euch mal hier hin. So, und jetzt haben wir den Ton von dem Filmmaker-Kit. Wunderbar. Das ist das Wonder Beautiful Filmmaker Kit. Mhm. So, ich hoffe, ich sehe hier jetzt den Ton gar nicht mehr. Ich hoffe, ihr seht den Unterschied tonal, was das Ganze ausmacht. Und ich denke mal, dass der Ton jetzt hier mit diesem Rode Video, nee, wie heißt das? Rode Filmmaker Kit, dass das doch ein Unterschied ist. Also der Hall müsste weg sein und ich werde das Ding auch weiterhin für die Videos nutzen. Ich glaube, das ist mein Hund. Wir gehen jetzt mal runter zu Scotty, den bringe ich rein, der kriegt jetzt was zu futtern. Ich hoffe, das Video hat euch was gebracht und ihr habt verstanden, wie wichtig der Ton auf in euren Videos ist. Also viel Spaß beim Filmen und Videos machen und so weiter. Da, genau, Daumen nach oben. Abonniert das Ding jetzt. Warte, ich habe Zeit, warte. Jetzt. Gut. Cool. Alles klar, ich freue mich auf euch. Bis zur nächsten Folge. Jetzt bringen wir den Hund eben runter. Komm. Ich habe dich doch gehört, was ist denn los mit dir? Ach, der Pfeife. Hast du Hunger, oder was? Hast du Hunger? Nimm's. Oh, das war knapp. Ich liebe gut erzogene Hunde. Passt auf euch auf, ich hab euch lieb.